Sie sind meistens klein, kosten häufig viel und ganz klar, ausgefallene Dessous sind immer ein Hingucker. Tatjana und Marie sind Freundinnen und große Dessous-Fans. Doch was da so alles angeboten wird, trifft nicht immer ihren Girly-Geschmack. Ja, also normale Wäsche scheint ja mittlerweile gar nicht mehr zu reichen. Es gibt ja so viele skurrile Trends, also zum Beispiel so Mini-Bikinis, die gerade so das Nötigste bedecken, und das finde ich schon ein bisschen sehr mutig. Für uns machen sie den kuriosesten Wäsche- und Bikini-Trend-Test. Auf Platz 3 die BH-Tasche. Ganz schön praktisch. Ein BH, den man zur Tragetasche umfunktionieren kann. Das ist umweltbewusst. Statt Plastiktüte greift Frau im Supermarkt zum Einkaufskörbchen. Striptease am laufenden Band. Stell mal vor, du gehst jetzt in den Supermarkt und dann Moment, ich habe meine BH Tasche vergessen. Aus. Ich muss mich mal gerade ausziehen. Ja, dann packst du dein BH aus und dann gucken die Leute dich ja eh schon doof an. Und dann machst du da noch eine Tragetasche draus. Da denken wir, du bist plemplem. Plemplem? Wo eher? Husch, husch. Und zwar ins Körbchen. Eine nette Idee, aber für den Alltag sicherlich nicht besonders brauchbar. Schnell weiter zu Platz 2, dem Rache-Bikini. Ein Zweiteiler, der es in sich hat. Rache heißt hier wasserlöslich. Aber wie sollen die sich denn im Wasser auflösen? Die sehen ja so ganz normal aus. Ja. So. Ich würde den anziehen, wenn ich das jetzt nicht wüsste, ne? Genau das ist, was wir wollen. Tatjana und Marie sind neugierig und machen den Test. Ich glaube, das dauert ein bisschen, damit es auch gar nicht auffällt zu dem Off. Doch nach einer guten Viertelstunde ist es dann soweit. Oh, die Hose. Nee, echt? Ja. Die Hose ist kaputt. Scheint also zu funktionieren. Maries Höschen verabschiedet sich. Die wasserlöslichen Nähte des Rache-Bikinis sind verschwunden und so hat der Slip keinen Halt mehr. Und auch bei Tatjana ist kurze Zeit später Schluss mit dem Badespaß. Wenn ich dann natürlich informiert bin, dann gucke ich auch mal, passiert schon was. Und dann merkt man den Prozess so ganz langsam. Aber wenn man nicht informiert ist, dann fällt es einem nicht auf. Dann fällt man auch ordentlich drauf rein, auf jeden Fall. Nachdem dann auch die letzte Naht schlapp gemacht hat, sind sich die Mädels einig. Für den Alltag überhaupt nicht zu gebrauchen, aber ich aber denke, für die Rache ist ja. Es gut, auf jeden Fall. Super Aktion. Jetzt aufgepasst und hinschauen. Das absolute Highlight und der Hingucker schlechthin ist der C-String. Banale Tangas und Slips sind out. Jetzt tritt dieser Schlüpfer seinen Feldzug unter die Gürtellinie an. Ohne Gummizugabdrücke, ohne lästige Riemchen. Oh. Warum würde man das anziehen? Also ich meine, wozu? Wenn ich nicht wüsste, was das ist, würde ich mir das auf den Kopf anziehen. Als Haarreich. Ja, nicht jeder denkt bei diesem merkwürdigen etwas gleich an Unterwäsche. Oder soll das sein? Haarreif oder so. Oh, irgendwie ein Kopfhörer. Schlafbrille. Das hätte ich jetzt auch gesagt, auf jeden Fall. Schlafbrille? Ja. Für ein Auge, ja. Na, das kann im Leben doch nicht bequem sein. Guck dir das mal an. Nee, ich sag doch, das drückt da bestimmt ja, im Po. Wenn man sich hinsetzt, dann drückt das doch total, oder nicht? Also. Nee, wie willst du das denn wieder gerade machen? Da muss ja die ganze Zeit hier zwischen den Beinen fummeln. Ja. Vorteil des stoffumhüllten 20-Euro-Drahts: keine Unterwäscheabdrücke. Doch mit einem Kleid oder Rock in der Disco? Aber du stehst in der Disco und fällt das raus. Was machst du denn dann? Der C-String ganz klar auf Platz 1. Wenn du einen schnellen Quick hier haben willst. Das ist natürlich auch eine Aufgabe, ja. Das schnell auszuziehen. Fällt ja schon von alleine runter. Ja, sag ich doch. Die skurrilen Dessous und Bikini-Trends, in jedem Fall etwas fürs Auge. Jede Frau sollte aber zuerst genau prüfen, ob der ganze Wäschewahnsinn auch wirklich tragbar ist. Juhu, Leute! Schön, dass ihr uns gefunden habt hier auf unserem TAF-Channel. Erzählt doch mal, wie hat euch dieses Video gefallen? Achso, erzählen geht ja hier gar nicht. Ihr müsst hier einen Kommentar hinterlassen. Wir sind so gespannt auf eure Meinung. Und da übrigens könnt ihr auch gleich das nächste Video klicken. Ach was, abonniert einfach gleich den ganzen TAF-Channel. Mich würde es freuen. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüss!